Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so eine kleine Folge aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu würde ich sagen, geben wir wieder ein bisschen Gold aus, beziehungsweise ich habe schon ein bisschen Gold ausgegeben. Und das können wir jetzt am Anfang gleich mal uns angucken. Ich habe bis jetzt 89.000 Gold ausgegeben. Und zwar auf Ereda habe ich mir ein paar T-Mog-Sachen gekauft. Witziger kleiner Fun-Fact, die Items waren tatsächlich höher vom Item-Level als deren Stuff, den mein Main anhat. Mit Main bin ich nämlich aktuell nicht großartig Endgame-Content am Spielen, bin mehr am Collecten. Und jetzt mit dem Twink of Erre, da habe ich mir halt ein paar Sachen aus dem AH wegen T-Mog gekauft, ne, alle unter 50k, ich glaube so 33, 25k, irgendwie so waren die Dinger rum. Und habe dann gesehen, das sind aus dem aktuellen HC-Raid. 428, ne? Jetzt hat der Twink da höheres Gear an als der Main. Das hätte ich mir theoretisch auch warten können und dann auf dem Main kaufen, aber gut, jetzt ist Kind schon in den Brunnen gefallen, jetzt hat der Twink halt tolles Gear und ja, ich ein bisschen T-Mog mehr. Genau, das ist jetzt der erste Posten. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt hier mal auf Blackmoor. Ich habe schon mal durchgescannt und zwar als allererstes schauen wir jetzt hier mal Richtung Rezepten rein. Mir fehlen nämlich insgesamt noch für alle Berufe 2 Rezepte. Und die sind hier gerade drin, die konnte man jetzt am Anfang der Expansion, Anfang von dem Patch nicht kriegen, weil die irgendwie verbuggt waren. Blizzard hat es jetzt dann gefixt. Die sollen beide aus diesem drakonisches Rezept in der Flasche, genau, ist das drin, also aus diesen Fläschchen, die man rausangeln kann. Und ja, mittlerweile kann man die kriegen. Die sind eigentlich relativ teuer, ihr seht hier, EU-Preis ist bei über 100k bei beiden. Und hier ist jetzt das eine für 13k drin. Und ich würde sagen, da gucken wir jetzt mal kurz rein. Ich würde fast sagen, ich kaufe mir sogar beide raus. Also eins für mich selber und das andere flippe ich. Weil das sollte eine relativ safe Angelegenheit sein. Vielleicht ist es auch wasted. Mal gucken. Wenn ich dran denke, sage ich euch es im nächsten Waste-Video. Vielleicht konnte ich es dann auch nicht wieder verkaufen. Aber für 13k ist, glaube ich, nichts kaputt gemacht. Ne? Also das eine schicke ich dann auf meinen Inschriftenkundenschar. Das andere, das hauen wir jetzt einfach mal rein und gucken mal, ob wir das vielleicht für den Betrag verkaufen können. Mal schauen. Gut, also das, wobei, jetzt kaufen wir erstmal noch ein bisschen Mock ein. Vielleicht muss ich eh noch was auf den Priester schicken, weil da müssen wir das dann auch gleich herstellen. Ich brauche nämlich noch das Manuskript, ne, was man daraus craften kann. Gut, dann schauen wir mal noch rein, was ein T-Mock drin ist. Und zwar, wir haben hier ein Item aus dem Gewölbe der Inkarnation für 25k. Das werden wir uns gleich mal kaufen. Dann haben wir hier noch ein Item aus dem Gewölbe der Inkarnation aus dem NHC für 45k. Platte, das werden wir uns auch kaufen. Dann haben wir jetzt noch 2 für 50. Und das hier ist aus dem Mausoleum. Okay, NHC auf 50. Und das andere ist ebenfalls aus dem Mausoleum. Leder, es wird mir angezeigt, dass ich schon habe. Das ist seltsam. Ist wieder so ein... Ah, seht ihr? Es ist aus dem HC. Ist wieder ein Anzeigefehler. Auch für 50. Also bis 50 kaufe ich mir die normalen Sachen, ne? Und alles drüber hinaus. Bringt es mir. Muss ich gucken. So, jetzt muss ich bloß schauen. Ich habe anscheinend gerade meine T-Mog-Addons hier nicht an, dass ich sehe, was mit welcher Klasse ist. Okay, also das ist Stoff, das schicken wir zum Priester rüber. Das Lederteil, das ziehe ich jetzt einfach mal selber an. So, das können wir dann auch gleich wieder verkaufen. Und, achso, nee, ich muss die noch aus meiner Liste austragen. Halt, Stopp! Und das ist Platte und Kette, ne? Das hier ist aus dem Mausoleum. Gut, jetzt, schauen wir mal, was wir da ausgegeben haben für... knappe 200k, 198, das tragen wir mal ein. 198, T-Mog. Oder das ist eigentlich T-Mog Blackmoor. So, haben wir das schon mal. Und dann würde ich sagen, verschicke ich den Kram schon mal. Und dann, ja, sehen wir uns gleich wieder. Sudala, die ganzen Items habe ich jetzt verschickt, beziehungsweise auch mit meinen Twinks schon gelernt. Jetzt sind wir hier noch auf die Priester. Also erstmal müssen wir die Handschuhe lernen. Und gleich wieder zum Händler packen. Ja, ich habe jetzt auf das Blizzard-Interface umgeschalten, ne? Weil ich mit meinem Add-on ein bisschen Probleme hatte. Oder was heißt Probleme? Das hat das komplette Spiel die ganze Zeit gecrashed. Und irgendwie, ich hatte ja vorher Dominos, ne?
sind die Belegungen hier alle komplett anders. Deswegen sind meine Bars jetzt leer und ich habe die Mounts nicht rausgezogen. Das muss ich jetzt bei jedem Twink machen. Ist ein bisschen nervig, aber das will man machen. Dafür kann ich wieder ein WoW einloggen. So, jetzt lernen wir das einmal. Und dann müsste ich das auch einmal craften können. Jetzt machen wir hier Erstherstellungsbonus. Und zwar das hier. Jetzt mal schauen, was das noch kostet. Sonderlich teuer sollte es nicht sein. Ich habe da ja extra ein Add-on zum Kaufen. Halt Windwollstoff. Brauche ich da auch Windwollstoff für? Okay, ja. Manchmal habe ich hier dann noch von irgendeinem anderen Char Sachen drin. Und da muss man echt immer ein bisschen aufpassen, dass man Stuff kauft, den man gar nicht braucht. Also, das brauchen wir einmal. 3000. Dann brauche ich hier 10. Die waren auch schon mal günstiger, oder? Schuppen. Ich glaube, die hat irgendwer resettet. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, die waren schon mal günstiger. Windwollstoff. Das hier brauche ich. 15. Und da brauche ich 5. Und hier brauchen wir noch 6 Stück. Also ich weiß, ich kann nicht mehr irgendwann irgendeinem Händler da auch kaufen, aber ja gut, da tun wir jetzt nicht lange rum. Und jetzt ausgegeben, ja, fast 5k, ne? Deswegen meine ich, da ist dann auch nochmal ein bisschen was, aber ich brauche dieses Manuskript ja sowieso und ich kriege dann auch noch schön den Erstherstellungsbonus. Ja, nimmt man natürlich mit, wenn man da seine Chars, wenn man da quasi Selbstversorger sein kann. So. Lernen. Was für Fun kann ich jetzt mal schauen, ob bei dem neuen Rezept da irgendjemand drin ist. Holy shit, sind da viele Sachen drin. Verlernt muss ich, glaube ich, rausmachen, ne? Dann sehe ich alle mit dem neuen Rezept. Ah, da sind natürlich nirgends Mats drin, seht ihr das? Das sind schon immer so Schlawiner. Naja, gut. So, dann tragen wir jetzt noch 5k ein in die Liste. Ich habe jetzt eben auch mal die T-Mog-Sachen hier noch rausgeschmissen, ne? Also das, was wir aus hier Dings hatten, unter anderem aus dem Mausoleum, viel ist es nicht mehr. Also es sind jetzt quasi von Classic bis einschließlich Shadowlands und alle Sachen davor noch 49 Items. Hier in der Liste habe ich nicht drin die Sachen aus Dragonflight, weil ich die ja eh nur auf meinen eigenen Servern lernen kann, weil die ja für Max-Level sind, ne? Und ich kann ja keinen Test-Char auf irgendeinem Server erstellen. Also doch, ich kann schon einen Test-Char erstellen, aber der ist halt nicht Max-Level, ne? Deswegen, die werde ich dann wahrscheinlich jetzt mal im Laufe der Expansion irgendwann mal eintragen. Und hier sind die ganzen removeden Sachen. Das sind natürlich dann doch noch ein paar, aber die, die ich quasi noch erspielen kann, sind es nicht mehr viele, keine 50 Items mehr. Gut, dann würde ich sagen, loggen wir mal weiter. So, dala, das muss man nicht vergessen, habe ich jetzt Inschriftenkunde auch noch eingetragen mit den 5k. Und jetzt bin ich schon mal weiter gelockt auf Erida. Und hier haben wir auch wieder zwei nette Items. Und schon haben wir da einmal hier ein Item, wahrscheinlich aus dem Gewölbe. Ich habe jetzt gerade anscheinend Ding nicht an. Ne, All the Things habe ich nicht an, ist aber nicht so schlimm. Und das andere müsste vom Item-Level aus Arboros sein. Ich würde sagen, die beiden kaufen wir uns. Ich habe auf Erida zum Glück noch ein paar Chars gelevelt. Also das hier für 28, ne, für 30 und das andere für 45. Das ist jetzt schon mal raus. Findet, bringt es mir. Ich muss halt auch immer ein bisschen gucken, ne, dass ich dementsprechend auch die Max-Level-Chars habe, dass ich den Stuff quasi dann auch lernen kann. Also, das ist ein Stoffteil und das ist ein Plattenteil. Und zusammen waren das jetzt 75k auf Erida. Und 70 Erida, okay. Und dann schicke ich das gleich schon mal zu meine Twinks. Ich habe aktuell gerade mal nicht so viele Add-ons an. Jetzt muss ich mich immer selber daran erinnern, wie heißen meine ganzen Chars. Und dann mögt ihr sagen, ja, ich weiß, wie meine Chars heißen. Aber wenn du 120 Chars hast, dann wird es dann irgendwann ein bisschen schwammig, wie ich die alle genannt habe. Glück schlägt mir hier TSM zumindest. Meine ich zumindest, dass es das ist. Die Namen vor. Okay, das schicken wir auch rüber. Die lernen wir jetzt. Und dann gucken wir mal noch weiter. So, dann sind wir weiter geswitcht nach Equin hier. Und da habe ich noch ein Item, was interessant ausschaut. Hier für 29.000. Da haben wir ein Leder-Item. Und ich meine, ich habe hier ein Max-Level-Char. Das Ding ist auch aus dem Gewölbe. Und was noch interessant wäre, ist hier einmal diese Tunnelhacke. Aber die ist bei 300k. Ich habe mal nachgeguckt. Es sind EU-weit 3 Stück drin. Ich
bin am Überlegen, ob ich mir die hole, ne? Das ist halt schon eine relativ seltene Angelegenheit. Muss ich mal noch gucken. Ja, da muss ich aber erstmal noch ein bisschen Gold hier auf Equin rüber basteln, weil ich habe leider nicht mehr genug auf Equin. So, dann schicken wir das jetzt zu irgendeinem von meinen Druid. Oh, da muss ich jetzt mal nachgucken, was ich hier noch habe. Bestimmt habe ich hier irgendeinen... Ah, ich habe einen Taylor DH. Ich hoffe mal, der ist Max, oder? Was habe ich noch so? Einer von denen wird hoffentlich auf Max-Level sein. Schauen wir mal. So, okay, dann tragen wir das jetzt aber erstmal noch ein. Also was haben wir gezahlt? Waren jetzt 30k, ne? Was ich da rausgehauen habe. Genau, 30. So, schon mal eintragen. Also 30. So. Gut, dann schauen wir mal weiter. So, Dula, jetzt bin ich weiter geswappt auf Blackhand. Ich habe hier ein paar Sachen gefunden, die unter 50k sind. Das Problem ist, die sind alle Stufe 70, wie ihr hier seht. Und ich habe hier keinen 70er-Char, ne? Ich habe hier nur Level 60er-Chars. Und dementsprechend werde ich da jetzt eher mal die Finger von lassen, weil ich kann sie dementsprechend dann nicht lernen. Ich könnte sie jetzt kaufen und dann irgendwann später lernen, wenn ich die gelevelt habe. Und dann vergesse ich es wieder und kaufe mir die doppelt. Deswegen machen wir das nicht. Aber ich habe zwei Items gesehen, wo ich weiß, dass die removed sind. Ich habe jetzt hier gerade All the Things nicht an, ne? Das ist mir angezeigt wird, aber ich weiß, dass das zwei removed Sachen sind. Die sind beide unter 200k. Heißt, da wäre ich prinzipiell dran interessiert. Ich habe jetzt bei dieser Galard irgendwas Google schon mal geguckt. Und zwar ist die auf Blackmore günstiger drin. Die habe ich anscheinend vorher verpasst. Da ist die sogar EU-weit am günstigsten drin auf meinem Main-Server. Heißt, da werden wir nachher mal vorbeischauen. Und die Violette Roben, die habe ich jetzt einmal rausgesucht. Die hier in diesem Oriboss Exchange-Dings. Und wenn wir da ein bisschen runtergehen, dann sehen wir hier, dass das günstigste auf Akramar für 195k drin ist und dann Blackhand auch 195, also das ist derselbe Preis im Endeffekt. Warte mal, sind die vielleicht sogar connected? Ne, das ist glaube ich ein englischer, ne? Akramar. Aber auf jeden Fall ist es derselbe Preis. Hier habe ich ja auch Gold. Heißt, die werden wir uns jetzt hier kaufen. Ich glaube, dass der Preis da, ja, obwohl, das, genau, das ist der Preis. 175, was ist das für ein Item? Das ist Stoff. Stoffjar hier? Ja, doch, das kann ich hier mit Stufe 1 oder Stufe 2 lernen, also kann ich mir theoretisch einen machen, das kaufen wir uns jetzt mal. Und dann muss ich mal gucken, und dann können wir das schon mal eintragen. Haben wir es ab 190 T-Mog Blackmore. Ich weiß gar nicht, ob ich die in meiner Liste mit drin habe, hier bei den weißen Removeden. Violette Roben, da haben wir sie, seht ihr? Das sind die paar Items, die ich von Weiß noch brauche, wo ich aktuell auf dem Schirm habe. Das sind bestimmt noch ein paar mehr. Das da oben sind die noch in-game verfügbar sind und das sind die Removed. Also es sind echt nicht viele. Und deswegen hatte ich das jetzt auch noch auf dem Schirm, dass das eine von den Removed ist. So, okay, haben wir das schon mal rausgeschmissen. Und jetzt weiß ich gar nicht, habe ich da einen Tela-Stoff-Char? Muss ich mal gucken. Nee, ist anscheinend nicht meiner. Okay, da muss ich jetzt da erstmal nachschauen, wo da mein Stoffchar ist oder mir noch einer stellen kurz. So, ich habe doch noch einen Stoffchar gefunden, wo ich es gerade lernen konnte. Der war sogar Stufe 70. Dann habe ich auch nochmal geguckt, ob ich irgendeinen Stoffteil hatte, ne? Was quasi für Stufe 70er Chars drin war, aber da war nichts mehr drin. Also von dem her hat sich's erledigt. Gut, jetzt bin ich auf dem englischen Server und zwar auf Kazakh. Da habe ich mir mal ein bisschen Gold rüber gebastelt. Und ja, hier habe ich jetzt auch mal einen Scan angemacht, aber hier habe ich halt auch keine hochleveligen Chars. Deswegen gehen wir jetzt hier mal Maximum 60 ein, weil ihr seht, hier schlägt es mir schon ein paar Stufe 70 Items vor. Und dann fliegen die raus, dann kaufe ich nicht versehentlich die falschen. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben einmal hier eine Taillekette, die ist aus Nyalotha, die würde ich mir mal kaufen für 47. Also das muss ich mir dann merken, ne? Weil jetzt habe ich hier auch TSM, sage ich fast, Titan Panel nicht an. Dann muss ich mir das zusammenzählen. Okay, warte mal, das rechnen wir gleich mal, nicht, dass ich das verkacke. Also das waren jetzt 47. Dann haben wir quasi hier das Platten-Item aus dem Mausoleum, ein NHC für 50, das kaufen wir. Und hier ist noch eins aus dem Mausoleum, NHC, das kaufen wir auch.
Also dann nochmal 100k drauf. Gut, das hätte ich jetzt, bis hierhin hätte ich es noch im Kopf machen können. Gut, die anderen sind jetzt alle ein bisschen drüber. Aber was ich jetzt hier noch gesehen habe, ist gerade so von den removeden Items, ne, bis 200k gerade noch im Rahmen 198. Und ich hatte hier, nee, das war die Robe von vorhin, wo haben wir das andere? Das habe ich auch nachgeguckt. Genau, hier das Hemd. Und das hatte ich geguckt, da sind wir hier auf Kazakh am günstigsten mit 198. Das ist noch ein paar Mal auf ein paar anderen Servern, aber da überall deutlich teurer. Heißt, damit fahren wir auch am günstigsten, ne? Also knappe 200k, das kaufen wir uns hier auch noch. 198. Und dann rechnen wir das mal alles zusammen. 198. Dann sind es jetzt 345, die wir rausgehauen haben. Dann nehmen wir das auch mal aus dem Inventar raus. Und dann muss ich mal schauen, das dann noch verteilen. Also das kann ich eigentlich, das ist ein Hemd, das kann ich dann mit dem lernen, ne? So, und das ist jetzt einmal Platte, Kette. Muss jetzt gleich mal schauen, wo ich da meine Chars noch habe. Achso, das muss ich dann auch aus meiner Tabelle noch austragen, beziehungsweise jetzt tragen wir erstmal das Gold ein und dann schauen wir weiter. Also, Timok, ich weiß gar nicht, so irgendwie so müsste man das schreiben. Und das waren jetzt 345. Oh, jetzt haben wir schon fast die Millionen geknackt hier. Es geht immer schnell, vor allem mit den removeden Teilen, wenn du da für ein Teil fast 200k zahlst, ne? Da geht natürlich einiges raus. Okay. Und dann kann ich die auch noch aus meiner Liste rausschmeißen. Und zwar habe ich ja hier, ne, auch meine Themok-Liste und dann tragen wir die gleich einmal aus. Da haben wir hier die Handschuhe. Das sind jetzt einmal aus dem Mausoleum. Stulpen des Elends und die waren mythisch. Also ich kann euch das jetzt mal zeigen. Zum Beispiel bei den Stulpen des Elends, ne, die habe ich jetzt gerade rausgeschmissen und jetzt brauche ich die quasi nur noch einmal und zwar im HC, jetzt sind es nur noch 48 Items, ne, wird es immer weniger. Gut, die anderen suche ich jetzt so raus, das ist immer ein bisschen Gefrickel und dann schauen wir mal, was wir noch so finden können. So, Udala, jetzt bin ich noch weiter auf Thrall gelockt und hier habe ich gesehen, dass noch ein Umhang drin ist, der auch removed ist und zwar für 145k. Jetzt habe ich mal den Vergleich hier Uwald wieder gezogen. Und das ist auch tatsächlich hier der günstigste, ne? Mit 145k, der nächste kostet 220. Und dann geht schon weit über eine Million. Ach, sind EU-weit nur 3 Stück drin. Ja, krass, ne? Das sind halt seltene Sachen, ne? Den würde ich sagen, holen wir uns 145, 46, je nachdem, wenn wir uns aufrunden. Und dann muss ich auch den noch austragen, dass wir das nicht vergessen. Den können wir gleich anlegen, ja. So, dann tun wir den nochmal rauskopieren. Und dann schaue ich einmal, dass wir das jetzt nur eintragen. Also, das ist jetzt hier 146 aufgerundet, Themok Thrall. Und gucken hier, suchen wir gleich mal danach. Achso, da habe ich jetzt das komplette kopiert. Jetzt schauen wir mal, ob man findet. Ah, da ist er. Das andere Move, da habe ich vorhin auch schon mal rausgeschmissen. So, haben wir das auch. Gut, und dann würde ich sagen, loggen wir mal weiter. So, jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt. Ich bin nochmal zurück auf Blackmore gelockt und da hatte ich ja diese Galad-Kugel des Feuersturms vergessen zu holen. Die ist jetzt hier für 129k drin, auch ein removedes Item und wie gesagt, die ist ja hier am günstigsten auf allen Servern. Deswegen werden wir uns jetzt auch einmal kaufen. Mal gucken, was ist das für ein Item? Das ist Stoff. Na super, jetzt kann ich das nochmal auf meinen Priester schicken. Und ja, okay, schicken wir das einmal rüber. Warte mal, dann tragen wir das Item ein, sonst komme ich durcheinander, was ich da jetzt genau gemacht habe. Und das tragen wir jetzt hier nochmal ein. Also, was hat das gekostet? 100? Ups, jetzt habe ich es nicht geguckt. 129. Plus ein paar zerquetschte, runden wir es auf 130. So, Dollar, dann sind wir soweit durch. Und zwar sind wir jetzt hier unten bei einem Endbetrag von 1.213.000, also doch einiges ausgegeben.
so um die 1 Million peile ich ja immer an bei den ganzen Sachen. Oh, ich habe noch was vergessen. Wir müssen es natürlich noch hier aus meiner Tabelle austragen. Das war auch dementsprechend... Ach, die ist gar nicht drin. Interesting. Warum ist die nicht drin? Vielleicht, weil das hier des Feuersturms heißt. Ah, seht ihr? Da gibt es nämlich verschiedene Arten, aber die haben dasselbe Mock-Ding. Also das kann ich dann hier rausschmeißen. Und ich habe auch quasi immer noch eine zweite Tabelle. Also falls ihr irgendwie auch Stuff habt, den ihr loswerden wollt, ne? Ich habe dann, ich glaube im YouTube ist auch verlinkt, aber auch im Stream unter anderem, dementsprechend die Tabelle, wo man halt, ne, wo alle halt quasi Zugriff haben. Ich glaube, verändern kann man zum Glück nichts, aber ich habe ja nochmal ein Backup auf dem PC, falls das hier irgendwie hops gehen sollte, habe ich das immer zweimal, ne? Und ja, genau. Also falls ihr das sucht, was mir noch alles fehlt, könnt ihr auf jeden Fall unter dem Stream, unter YouTube weiß ich gar nicht, ob ich es verlinkt habe. Ich habe den Stream verlinkt und da ist es auf jeden Fall verlinkt, genau. Soweit dazu. Gut, dann speichern wir das einmal ab. Und ja, jetzt fehlen mir noch 46 normale Items, plus die halt aus Dragonflight. Einige removede, wie ihr seht, aber die sind nicht alle Maha. Und hier die paar grauen Items, ne? Aber da bin ich auch immer noch so ein bisschen am Suchen, ob ich die tatsächlich kriegen kann. Gut, dann sind wir am Ende mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.